In der letzten Folge. Hat Sophie sich entschlossen, sich auf den Weg zu machen, und zwar in die Richtung, in der es am meisten nach Frost riecht. Sie hat Kamal darüber aufgeklärt, dass das Projekt Reiseführer leider ein bisschen warten muss. Das hat er irgendwie anders gesehen. Und als er dann aus ihr rausgekitzelt hat, dass sie sich einfach jetzt Opjuk macht, war er irgendwie der Meinung, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, weil er ohnehin kein Taxi mehr hat, doch jetzt auch mal irgendwie kurzzeitig vielleicht mal zu gucken, wie es so in anderen Städten ist oder Orten, wo auch immer er hin will. Vermutlich ist er genauso ziellos wie Sophie, die sich aufgemacht hat, den Winter bzw. die Jahreszeiten zu suchen. Und ein Eshu ist nie ziellos. Nein. Ein Eshu geht immer den richtigen Weg, richtig. Dann hat er sie irgendwie darüber aufgeklärt, dass es sein kann, dass er zwischendurch mal verschwindet, was für Sophie ziemlich in Ordnung war, weil sie nicht mal damit gerechnet hat, dass überhaupt jemand mitkommt. Eigentlich hatte sie das auch nicht beabsichtigt. Nachdem sie dann eine Weile unterwegs waren, ist sie dann auf eine Kolonie der Schruttgnome getroffen. Und in deren Mitte quasi als Einerin oder Vereinerin, sie hat eine Statue von sich gefunden, das ist schon ein bisschen schmeichelhaft so. Und sie war nur geringfügig kleiner als der Imperator. Was denn? Schrimperator. Der Schrimperator, Entschuldigung. Genau. Und ja, wir sind dort sehr herzlich empfangen worden. Uns wurde die Kolonie gezeigt und der Schrimperator hat sich herabgelassen, sogar selbst anwesend zu sein oder zu kommen quasi. So, dass man da nochmal ein paar Worte wechseln konnte. Und ja, dann haben wir gepennt. Viel mehr ist eigentlich nicht passiert. Ja, na, du hast ja noch die... Ich habe noch die Meerjungfrau gesehen im Pool vor dem Haus, in dem Kamal zwischendurch residiert hat. Ach, die war wichtig, ja. Ja, die Meerjungfrau, wo Sophie irgendwie wusste, dass Sandro mit der irgendeine Form von Abmachung hatte. Das hat sie Kamal sogar gesagt. Das wusste der. Ja, und ja. Nee, ich wollte nur sagen, du hast ja wenigstens noch das Richtige getan und die, ja, die Machtbasis des Schrimperators gefestigt. Und nicht dafür Unruhe im Schrimperium und zu Rebellion, vermutlich auch zur Verkleinerung dieses herrlichen Landes beigetragen. Das ist ja gut. Nee, das wird irgendwann von alleine passieren. Das ist jetzt, das gehört zu der Geschichte dazu. Ja. Das Volk muss sich irgendwann von selbst erheben. Das wird auch irgendwann passieren. Das ist in Ordnung. Das haben Kamal und Sophie ausgiebig diskutiert. Ansonsten. Nee, ansonsten noch nichts. Das stimmt schon. Sie hat sich nur von Wanst verabschiedet, aber sonst. Naja. Ist sie sang- und klanglos verschwunden. Ja. Das stimmt. Ist ja nicht so, als hättest du bei der Polizei mal irgendwas zu tun. Bitte? Ist ja nicht so, als hättest du bei der Polizei mal irgendwas zu tun irgendwann. Das hat sie vergessen. So ist es. Sophie! Ja. Du bist jetzt schon 5 Tage ungefähr, grob, mit dem Eshu unterwegs. Weißt du, lange? Der ist immer noch da. Was ist denn mit dem kaputt? Naja, so lange ist immer die Frage, auf welches Verhältnis sich das bezieht. Wie lange eure Reise wird. Auf jeden Fall ist es eine recht ereignislose Reise. Noch befindest du dich, denn ihr lauft ja ausschließlich, im sachsen-anhaltinischen Hinterland. Du weißt es, aber man kann es ja mal anmerken. Sachsen-Anhalt ist ein Bundesland ohne Menschen. Gut, die meisten Bundesländer haben jetzt nicht so eine furchtbar hohe Bevölkerungsdichte, aber du gehst aus Halle raus und danach ist alles tot nach der Wende. Nee, aber danach sind es viele Dörfer in mehr oder weniger nicht besonders gutem Zustand, die auch tatsächlich... Ich meine, Sophie kommt aus London
Und wenn sie vorher in Deutschland war, hat sie ja die Zeit hauptsächlich in Hamburg verbracht? Nein, in Köln. Köln. Das heißt, Halle ist ja schon furchtbar provinziell. Aber tata, das ist halt also unglaublich. Das heißt, da passiert erstmal nicht ganz so viel. Kamal erzählt ab und zu abends am Feuer, aber sitzt auch manchmal einfach nur da und gelupscht in den Sternenhimmel. Vielleicht hast du auch was zu erzählen. Und auch Sophie erzählt auch schon was. Zwischendurch zeichnet sie ein Bild. Und er schreibt am Führer. Dazu muss er sogar sein Handy so ab und zu benutzen. Stimmt ja. Des Weiteren, seine Geschichten. Anders. Ich muss ein Beispiel geben, fürchte ich. Hätte ich mal eins. Okay, pass auf. Hey Leute, ich habe euch immer 10 Minuten eures Lebens geschenkt im Wesentlichen. Improvisiert keine Geschichten. Außer ihr könnt es gut. Ich nicht. Weil das ja dann noch direkt daran anschließt, wie im Wesentlichen zusammengefasst. Der Eshu mag die Ski nicht so sehr. Er erzählt von einer Art von Eshu namens Oba, die quasi auch Herrschaftsansprüche haben. Das sind so eine Art Sultane im Wesentlichen, ne? Die aber jetzt halt von den Ski im Wesentlichen übermannt wurden in den letzten Zeiten und deswegen kaum irgendwie noch eine Rolle spielen. Und was ihm natürlich missfällt. Und die Geschichte war im Wesentlichen, wie die Eshu kaum arrogant irgendwie so einen alten Ski-Typen platt gemacht haben. Durch Indetect. Und er findet, dass das Sommerorakel dazu da ist, dass alle, die Herrschaftsanspruch haben, den umsetzen können. Das heißt, den alten Glanz nicht nur den Ski wiedergeben, sondern auch den Eshu und den Oba. Leicht, also ganz unvoreingenommen, der Typ eigentlich. Sympathisch auch. Ende. Ist auch ein Grund, warum ich der Meinung bin, dass ihr beide euch betteln müsst, weil, also zumindest verbal ein bisschen anstacheln, weil ich hoffe, dass ihr irgendwie als Gegensätze, also mit den anderen beiden würde es ja nicht viel bringen, wenn ich die dazu überreden wollte, als Gegensätze euch herausfordern könnt, damit ihr schneller zu der Fee heranwachsen könnt, die uns solche Möglichkeiten gibt, dass wir wieder in die alten Zeiten kommen, wo große Geschichte geschrieben wird und nicht die Geschichte von und Eshu Hinz schafft es, seinen alten Erzfeind, den schlapprigen Schleimer und leider auch den David irgendwie mit Hilfe eines Skis zu verurteilen. Ich meine, das ist das ist nichts für die Ewigkeit. Das ist nicht mal was für gestern und auch nichts für heute. Das ist also deine Intention, ja? Die alten, ruhmreichen Zeiten herauszufordern. Ich hoffe doch, dass wir vielleicht alle sehen immer alles so negativ. Morgen wird die Welt noch düsterer sein, der Traum wird weiter aus der Welt entschwinden und die Menschen werden immer banaler. Aber ich hoffe. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er wird sich einfach nur verändern. Ja, und ich hoffe doch einfach, dass wir trotzdem noch ein bisschen, naja, der alten Geschichten und alles, was sie so in sich tragen, wiederbringen können. Und da ich hier so eine Orakel zur Verfügung habe, dachte ich, mache ich mal was mit dem. Entsprechend, gibt es noch etwas, was den Sommer jetzt so richtig anheizen würde, was du gern loswerden würdest? Beobachtung auch über seinen Hof. Ich bin für alles offen. Das kannst du doch jetzt nicht erzwingen. Das stimmt, ich bin etwas übers Ziel hinausgestoßen. Also, das wird schon noch rechtzeitig irgendwann kommen, aber das kannst du doch jetzt nicht einfach so, weißt du, wenn ich das jetzt erzwinge, dann wird's scheiße. Das stimmt, aber ich werde schon da sein, wenn es kommt. Mit gespitzten Ohren. Bist du nicht derjenige, der es irgendwie schafft, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein? Ja, aber es gibt halt immer mehr, so viele richtige Orte, an denen man sein kann, so vieles, was man auf einmal erleben kann, so viele. Weißt du, es gibt. Ich könnte jetzt auch an einem anderen richtigen Ort sein, um dort das Geschäft meines Lebens zu machen. Oder zumindest der nächsten 10 Jahre. Das ist mit Sicherheit so, aber wenn es wichtig ist, dann für deine Geschichte. Ja, aber ich will auch ein bisschen Mitbestimmung haben, was meine Geschichte ist, weißt du? Nicht nur das, was
was der Traum für mich ersehen hat, an welchem Ort ich jetzt sein muss. Ich will ja ein bisschen mitmischen können. Ich kann nicht alles in irgendwelche fremden Hände legen. Hast du doch schon. Ja, so halb. Hey, die erste Nachricht hast du doch schon überbracht. Ja, gut. Aber wer weiß, was davon ankommt. Ich meine... Das weiß ich auch nicht. Mich würde das ehrlich gesagt auch interessieren, aber... Ich kann dir versichern, dass keiner auf der Reise, die diese Nachricht nehmen wird, lügen wird. Na nein, aber die Wahrheit ist sehr dehnbar. Und niemand wird absichtlich an ihr zerren und rütteln. Auch das kann ich dir versprechen. Darüber mache ich mir auch keine Sorgen. Das solltest du auch nicht. Ist so irrelevant. Richtig, wenn die Angelegenheit... Was zurückkommt. Wenn die Angelegenheit so unangenehm wird, werde ich das dann mit ihm klären, wenn wir uns gegenüberstehen. Irgendwann wird das schon der Fall sein. Es wird ein wahres Spiel beginnen, voll Tickelist, voll intellektueller Tiefschläge. Es wird ein Spiel beginnen von Schnick, Schnack, Schnuck. Und beide waren Orakel und sahen jeweils, was der andere vorhatte. Episch. Beide nahmen deshalb immer Stein. Tja, und dann kam das eine Mal, wo er vergessen hat, ohne Brunnen zu sagen. Er wird doch vorhersehen, dass sowas kommt und da wird er dann Papier nehmen, aber du wirst es vorhergesehen haben und deswegen, ihr könnt bei Schnickschnack Luke, glaube ich, nie gegeneinander gewinnen. Oh, Orakel Schnickschnack Luke, wäre so lustig. Ich weiß nicht, wie er die Dinge sieht, aber bei mir würde dem Ganzen vermutlich eine sehr lange Reihe aus Bildern hervorgehen, also insofern... wird das für mich, glaube ich, eher ein nachteilbehaftetes Spiel werden. Ich glaube nicht, dass ich das gewinnen kann. Und nicht mal in der Pattsituation. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie er das macht. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Da solltest du vielleicht mal was dran ändern. Warum? Das stimmt eigentlich. Ich finde es ehrlich gesagt ganz spannend, wenn ich nicht weiß, was am Ende herauskommt, wenn ich den Stift einmal zur Hand genommen habe. Du findest es ja auch spannend, nicht zu wissen, wo du irgendwann auskommst, wenn du ein losläufst. Dem kann ich nichts entgegenbringen, das stimmt. Siehst du? Also insofern. Oti, Sophie hat das doch eigentlich schon mal mitbekommen, oder? Ist der Sommer irgendwie, redet der Sommer über seine Prophezeiungen oder lässt er die irgendwie anderweitig auf die Bevölkerung los? Warte. Ich meine, wir sagen immer so der Sommer, aber der Prophet der Mittagssonne, das Orakel des Mutes, der Bote der Pracht, der Gesandte des Hochmuts, das versengende Auge, das klettert auf den höchsten Stein, der ihm zur Verfügung steht, und wartet da geduldig, bis genug Leute da sind, die seine Worte empfangen, weitertragen und verstehen können. Alles klar. Nur aus Gründen der Sicherheit natürlich. Sophie schmunzelt dann ein bisschen und meint, ich hätte vermutlich nur dann eine Chance, wenn wir in eine entlegene Gegend gehen, um dieses Spiel auszufechten. Und es dürften nicht viele Leute da sein. Weil ich in dieser Zeit die ganze Reihe vermutlich fertig gezeichnet habe, bis genug Leute da sind, dass er überhaupt den Mund aufmacht. Oh, ich dachte, weil du ihn dann hinterrücks abstichst, wie es die Natur des Winters ist. Oh ja, natürlich, das tue ich mit jedem, mit dem ich alleine bin. Ja. Deswegen habe ich mal ein Tablett im Rücken. Und ich dachte, du hast einen Stock im Arsch. Nee, ich bin einfach nur vorbereitet. Okay. Ich glaube, ich werde dich aber jetzt erstmal verlassen. Mach das. Hier ist zu kalt. Bis irgendwann. Tschüss. Dann packt er sein Zeug zusammen und entschwindet.
Und das, obwohl er sich gerade im Schlafsack gemütlich gemacht hat. Ja, aber du weißt doch, wie es mit den Feen ist. Da geht mal der wilde Hans durch. Ja. Am nächsten Tage deiner Wanderschaft kommst du immer noch in dem Wald an so eine Art, naja, Jagdhütte. Es ist schon eine Art Restaurante, kann man das schon nennen, aber auch nicht runtergekommen oder so, aber es sieht aus wie ein Betrieb, um den sich nicht allzu viele Leute kümmern, der jetzt auch nicht mega krass besucht ist, aber ist auch deswegen halt noch nicht mega dreckig heruntergekommen, baufällig oder sonst irgendwas. Du meinst, er ist bürgerlich. Ich glaube, das ruft falsche Vorstellungen hervor. Okay. Es ist halt schon auch noch eine Waldhütte, ne? Sie ist einfach, rustikal, waldig, aber deswegen noch nicht, als würde sich niemand darum kümmern, was mit der passiert. Es gibt auch ein kleines Schild, was dann quasi darauf hindeutet, dass man da einkehren kann und essen kann. In der Waldrast. Und da du ja immer der Nase nachgehst, da drin riecht's frostig. Dann geht sie da jetzt rein. Geld hat sie ja. Ach, die feine Dame. Nein, aber irgendwie hat die schon ein bisschen Kohle. Die braucht ja nicht viel. War jetzt auch nicht ernst gemeint. Beauty. Da drin sitzt an einem Tisch ein Einzelmännchen. Größer als die du sonst gesehen hast. Mit einem leichten Buckelansatz. 3 Tage Bart, eher ungepflegt. Vielleicht auch schon 5. Schon durchaus grau an vielen Stellen. Etwas weniger viele Haare, aber dafür wenigstens richtig dichten Augenbrauen und selbstverständlich 4 Stück davon. Er hat einen leicht grimmigen Ausdruck drauf, mit einer etwas vorgeschobenen Unterlippe und ist bekleidet in so eine einfache grüne Weste, ein Holzfällerhemd und eine Jeans. Wenn du reinkommst, steh dann auf. Besuch, auch noch willkommen. Hi. Willkommen, Skatach, willkommen. Keine Skatach. Ah. Keine Ehrerbietung notwendig. Das hättest du von mir auch nicht bekommen. Als dann ist ja gut, aber du hast schon so angefangen. Ja, aber nicht mehr als, naja, ist auch egal. Bist du eine Waldnymphe? Nee. Ah. Ja, mach jetzt den Mund auf. Orakel. Orakel was? Winter. Futter? Jo. Wildschwein. Wenn das da ist. Ah. Er wird in die Küche gehen, 5 Minuten später mit richtigen Brocken Fleisch, ordentlich Rotkraut und Klößen wiederkommen. So auch eine richtig dicke braune Soße, ordentlich viel. Geilon. Wird dir als Spielerin ein bisschen übel, ja? Nö. Schade. Warum sollte? Ja, weiß ich nicht, so richtig gut bürgerliche Küche. Ich dachte, da wird dein Nasenwurzel-Dings gedingst, aber ist auch egal. Nee, überhaupt nicht. Gut. Auf jeden Fall tut er dir das auf den Tisch, nicht direkt knallen, aber ich sag mal, die Manieren hat er anscheinend nicht beigebracht bekommen. Und du bekommst nur eine Gabel auf jeden Fall, das ist schon mal klar. Nur eine Gabel? Ja. Wie zäh ist das Fleisch? Das ist Wildschweinfleisch, aber es ist eigentlich gut gemacht. Also ich meine, du kannst es ausspießen und abbeißen, sag ich mal. Na dann halt so. Ja. Dann lässt er sich gegenüber dir fallen und schiebt dir noch so einen Holzkrug mit ordentlich Starkbier zu. Der war jetzt aber gut. Naja, das ist ja schwere Kost. Da muss man ja auch schwer drauf gießen. Danke.
Ich habe aber gehört, bist du nicht eigentlich Mündel? Und? Du bist auch Mündel von Thorald. Und? Und der lässt sich hier alleine rumwandern, oder was? Er ist nicht mehr da. Was? Der ist nicht mehr am Hof. Warum? Wusste sie das? Ja, David hat sie das erzählt. Na, er ist gegangen. Ja. Wow. Ich dachte, du bist ein Orakel und nicht irgendwie die stille Wanderin. Mach mal Gusche auf. Weil er zum einen nicht zufrieden war mit dem, was aus ihm geworden ist, weil er irgendwie wusste, dass das nicht sein Platz ist, weil er es nicht fair fand, was da passiert, weil er was anderes wollte. Back to the roots. Start ein bisschen auf deinen Teller, während du da dir das Essen reinkleisterst. Natürlich gemäßigt und mit Manieren aufgespießt. Aufgespießt und abgebissen. Da bist du gleich geflohen aus der Sommerresidenz. Nee, nicht geflohen. Wieso hätte ich fliehen sollen? Hätte ich da sein können, dass sie hinter dir her sind oder so? Sind sie nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Na, hier bist du auf jeden Fall sicher. Fürs Erste. Die nickt. Und wo geht's hin? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe Dinge zu lernen und ich bin gerade dabei, damit anzufangen. Du bist in mein Heim gekommen und du isst an meinem Tisch. Also sagst mir auch die Wahrheit, denn der Winter wandert nicht einfach so durch die Lande und guckt, was geht. Der hat ein Ziel, sonst stirbt man. Sie schmunzelt ein bisschen. Flanieren und sich die schönen Bäumchen angucken können wir im Sommer. Ich Das hat nichts mit Flanieren zu tun oder irgendwie oder mal mit gucken, was geht, sondern tatsächlich damit, dass ich noch so neu in meiner Haut bin, dass ich glaube, ich mich an ein paar Dinge erinnern muss und will und ein paar Dinge neu lernen muss und will. Und deswegen, das kann ich in Halle nicht. Na, das war eher eine Antwort. Deswegen bin ich gegangen. Lernreise. Erfahrungsreise. Richtig. Und ich glaube, den Sommer verstehen zu lernen, das ist in Halle nicht allzu schwer. Aber den Frühling und den Herbst, das, was wirklich der Herbst ist. Was soll denn das heißen? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Ein Verräter ist der Herbst und nicht weiter. Das auch, ja. Du weißt es also.
Ja. Ein feiger Verräter, aber ich glaube, das war er nicht immer. Scheiß drauf, was war. Was gestern war, hilft uns heute nicht und hilft uns morgen nicht. Doch, manchmal schon. Wenn es übermorgen wieder so ist. Das mag sein. Wenn es übermorgen wieder so ist, heißt das aber, dass ich weder heute noch morgen irgendjemanden von den Wichsern traue. Und keiner von denen hier willkommen ist. Und wenn du dich auf die Suche nach dem machen willst, dann mach das. Aber erwarte nicht, dass du dort empfangen wirst. Mit offenen Armen. Das erwarte ich nicht. Aber das gehört wahrscheinlich dazu. Vielleicht. Was weiß ich schon? Keine Ahnung, ob das dazu gehört. Die zuckt mit den Schultern. Wie man kocht, weißt du. Ah. Wir müssen, du musst ja nicht deine Manieren und deinen Smalltalk hier machen. Aber eins musst du noch wissen. Du folgst dem Weg, den du jetzt gegangen bist, weiter. Dann kommst du Dorf. Kalbe. Gibt das geografisch Sinn? Egal. Kalbe. Das durchquerst du am Ende. Ist ein Waldweg, so wie der hier ungefähr. Da geht's weiter an einem kleinen Wäldchen vorbei und übers Feld. In das Feld. Von dort kommst du in den Traum. Also, vielleicht, jedenfalls, wenn das in deiner Reise vorkommen soll, wenn das so vorhergesehen ist, kommst du da rein. Und sonst in der Umgebung vermutlich erstmal nicht. Du verstehst, also das Feld hat Hügel und weiß ja, unter den Hügel, da lebt das kleine Volk. Also wir. Was, wie haben sie uns noch genannt? Das liebe Volk? Freundliche? Das gute Volk. Ja, das gute Volk. Das gute Volk lebt da. Okay. Dann guckt er dich noch kurz an, steht auf und kümmert sich erstmal ums Feuer. Ja. Sophie zündet sich irgendwann eine Zigarette an. Wenn er noch in der Nähe ist, hält sie ihm die Schachtel hin, beziehungsweise den Tabak. Nicht die Schachtel. Kann ich nicht. Mach mal. Sie dreht ihm eine. Was ist denn das für ein Zeug? Probier einfach. Kenne ich nicht. Kann man aber machen. Gut. Wie heißt du eigentlich? Ja. Der Name. Ist ja der wichtigste Teil eines NSC. Habe ich bei Sharon im Buch gelesen, weil der so wichtig ist. Deswegen bekommt er den wichtigen Namen Peter. Okay. Sophie. Du heißt jedes Mal Sophie. Ach so. Hatten wir schon mal miteinander zu tun? Ja. Ah. Wann? Du musstest über einen Fluss
mit einem anderen Heinzelmännchen, um irgendwelche Leute zu suchen. Und ich hab mit ihm eine Brücke gebaut. War ein tüchtiger Knabe, aber zu vertrauensselig. Keine Ahnung, kann sein. Mehr hatten wir nicht zu tun, aber ihr habt dir versprochen, dass ich da sein werde, wenn der Mond am hellsten strahlt. Das weiß ich noch. Und dann weiß ich noch, dass ich da war. Und dass er Herbst uns verraten hat, weiß ich noch. Aber das erst seit kurzem. 2 Monate oder so habe ich davon geträumt. Ich meine, es waren gute Kunden, aber sie waren auch gutes Fleisch. Nein, das war wirklich Wildschwein, guck nicht so. Okay, dann habe ich eine ungefähre Vorstellung, wann. Willst du übernachten? Klar, wenn ich kann. Kannst schon, keine Ahnung, wie eilig du es hast. Ja, oh, Hinterhof. Ist das Holz. 2 Eimer voll Haxte, dann kannst du ja pennen. Okay. Die Fenster bleiben zu. Gut. Da wird dir den Rest deines Mahls, das du nicht geschafft hast, wegräumen. Dir ein Lager herrichten. Gucken, dass Klopapier auf dem Abort ist. Sie geht Holz hacken. Ist unheimlich anstrengend. Ja, das ist ziemlich hartes Holz, aus irgendeinem Grund. Und das Beil ist nicht das Beste. Es hat bessere Tage erlebt. Ab und zu muss man den Kopf quasi wieder so ein bisschen härter auf den Stiel da reinschlagen. Weißt du, was ich meine? Mm. Da sind so ein paar Nägel drin, um das besser zu halten, aber naja. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Doch, Schmidtern hat das gesagt. Ach so. Aber er hatte Unrecht. Hat er auch gesagt, ihr habt gedacht, es wird leicht. Das stimmt. Du hast dann noch Zeit, dich am Rest des Tages halt ein bisschen dem Waldstück umzugucken? Ja, das macht's ja auch. Und da man meint manchmal dann später, wenn es schon so ein bisschen dämmert, irgendwelche wie eine Art Hecheln zu hören aus der einen oder anderen Richtung und in der Entfernung tatsächlich Wolfsartige zu sehen, die ja, ich in diesem Teil der Zivilisation nicht zu erwarten sind. Sie sind auch nur aus dem Augenwinkel sichtbar und wenn man sich darauf konzentriert, gleich wieder verschwunden. Aber man hat schon das Gefühl, man ist nicht wie bisher bei deiner Reise im Wald, innerhalb des Raums der deutschen Eiche, sondern man ist im Wald und man kann auch Beute sein. Du meinst, es wird einem ein wenig unbehaglich, wenn man durch diesen Wald geht. Das musst du wissen. Ja, ich glaube, das ist bei Sophie aber noch so eine angenehme Form des irgendwie, so wie wenn man weiß, man guckt sich einen gruseligen Film an oder man hat irgendwie richtig Bock dazu, weißt du? Hm. So nach dem Motto irgendwie. Also es ist schon da, aber bewusst und irgendwie gut.
Ja, irgendwann, so wenn es dunkel ist, geht sie auch zurück. Oder kurz bevor es dunkel ist, weil sie kennt sich hier nicht so aus. Und wenn es dann, wenn kein Schnee liegt, es ist zwar, sind zwar keine Blätter da, das heißt, so dunkel wird es nicht, aber trotzdem. Ja, außerdem sieht so viel, stimmt, sie sieht im Dunkeln besser. Du hast Nachtsicht. Ja, deswegen, sie sieht besser, okay. Aber der Wald ist nicht, er hat, ich meine, du siehst noch eine ganze Weile besser, aber der hat keine einzige Lichtquelle. Nein, aber wenn, selbst wenn du so draußen bist, sieht man relativ gut, es ist kein Blätterdach da. Das kommt sehr drauf an, wie nah du an der Stadt bist. Ich weiß, da streiten wir uns seit Jahrtausenden, also seit einem Monat, aber ich bin immer noch der Meinung, wenn du nicht in der Nähe von der Stadt bist, ist es in dem Wald fucking duster. Aber warte mal kurz, Deli, deine Meinung. Ist es nicht, auch ich war schon es in ist, Wäldern. Es ist fucking hell, kommt drauf an, wie der Mondzyklus ist. Also wenn gerade Neumond oder, ne? Also ganz das heißt ja aber auch im Winter, wo man eher Wolkendach erwarten kann und der Mond weniger Rolle spielt. Na gut, dann scheint er immer noch durch die Wolken durch. Genau, wenn es voll, wenn ein Vollmond ist, ist es ultra hell. Ich bin nicht nachts übrigens. Besonders dann, wenn gerade noch Schnee liegt oder sowas, dann kannst du wirklich teilweise. Es ist fast taghell, wenn Schnee liegt. Es ist halt schon, also taghell nicht, aber es ist halt alles grau und grau. Nein, aber gefühlt irgendwie. Aber es ist schon ziemlich hell im Vergleich. Na gut, Schnee hast du wenigstens nicht, aber okay, wenn er sagt, die Mondfragen spielen eine größere Rolle, dann war vielleicht mein Wald bloß besonders duster wegen meiner dusteren Gedanken. Na, entweder das oder du warst einfach nie im Winter oder du bist wirklich nachtblind. Also ich habe nur einmal Schwierigkeiten gehabt und da war ich in einem des Nachtens in einem wirklich sehr dunklen Wald im Sommer, wo kein Mond geschehen hat, weil es bewölkt war und ich unter dem dichten Blätterdach war. Da war es dunkel, aber ansonsten. Genau, und da kannst du am besten Nachtwanderungen machen. Also Nachtwanderungen kannst du am besten dann machen, wenn es halt wirklich der Mond nicht scheint und du gerade dich dem Herbst näherst. Also es halt so, das Blätterdach noch da ist und es halt so leicht schaurig wird im Wald, weil da halt schon ein paar Äste frei sind, wo kein Geschrubbel ist, dann ist es alles schon richtig schön schaurig. Dann kannst du am besten so eine Gruselnacht-Wanderung machen. Na gut, dann beuge ich mich jetzt der Mehrheit. Aber nicht mit Genuss. Ist halt wichtig, dass du Mondphasen beachtest, weil ohne Mond ist halt scheißen dunkel. Da ist halt na recht. Gut, es ist echt wenig Tage im Monat Neumond, deswegen muss ich davon ausgehen, dass mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit du genug sehen wirst. Ja. Ne? Gut. Findest zurück, das ist alles kein Ding. Es ist, jetzt wo es abends ist, dunkel, das Feuer bei ihm brennt, deutlich gemütlicher. Es haben sich jetzt noch ein paar mehr Besucher da zusammengetan in seiner Hütte und essen und gucken dich neugierig an. Er scheint nur so mäßig glücklich mit der Situation. Das sind Menschen und doch sind es keine. Ja gut, das habe ich auch über euch gesagt. Aber die haben nur zum Beispiel sehen aus wie Menschen, aber haben chimärisch zwei unterschiedlich farbige Augen. Und mit unterschiedlich farbig meine ich Saphirblau und Ocker jetzt zum Beispiel. Tatsächlich unnatürliche Farben, die auch ein wenig im Dunkeln scheinen. Okay, und das Kinain? Wenn dem so sei, dann wüsste Sophie nicht, was das ist. Okay, also es sind irgendwie Menschen, aber auch keine Menschen, oder was? Menschen, die haben auf jeden Fall einen chimärischen Anteil, was du bei keinem anderen Menschen gesehen hast. Aber okay. Zu wenig für eine Fee. Okay. Waldmanns Heil! Sind übrigens ziemlich jung, so 17, 18. Sie hebt kurz die Hand zum Gruß. Hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer, hat sich das. Hä? Ja, dass du hier bist. Ach so? Naja. Ja, nicht wegen dem alten Brummbären.
Er kriegt übrigens von hinten einen leeren Krug Holz gegen den Hinterkopf geworfen. Oh. Setz dich dazu. Wer seid ihr? Achso, Entschuldigung. Anton, Andrea und Jonas. Mhm. Wir sind quasi Helfer für den Winterhof hier in Kalbe. Okay. Ja, wir machen so den Kram, den ihr nicht unbedingt gern macht und machen könnt und ja. Aber jetzt setz dich erstmal hin. Und sie setzt sich dann? Schiebt dir einen schönen Becher Glühwein zu. Danke. Hast du Geschichten zu erzählen? Er hat gesagt, du machst eine Reise. Aber er hat auch gesagt, du machst eine Reise, um uns zu finden und aufzuspießen. Jung und frisch schmecken sie am besten. Sorry, wir wollten nicht. Also ich meine... Ja, du hast einen Witz gefasst. du hast einen Witz gemacht. Aber ja, der englische Humor, da brauche ich ein bisschen. Du hast mir kurzzeitig geglaubt, oder? Du hast so ausgesehen. Ja, ich meine, vor einem halben Jahr, da bin ich nachts aufgewacht und ich wusste nicht warum. Mein Herz hat wie wild geschlagen und Schweiß überall und voller Adrenalin. Ich bin irgendwie zum Fenster gestürzt und dann habe ich erst gemerkt, dass es gar nicht mein Herz ist, was so schlägt, sondern Trommeln. Und ich habe mich dunkel erinnert an irgendwas, was der alte Brummbär erzählt hat. Und... die Trommel. Nee. Mann, Alter, ich habe mir noch nie so eingeschissen. Na, und dann bin ich in den Bunker gegangen. Warum? Na, ich bin keine Fee. Und selbst wenn ich eine wäre, hänge ich am Leben. Was genau hast du gehört? Trommeln. Ich meine, die waren dann auch da. Wer? Ich weiß nicht, wie viele, aber es war eine größere Rotte Rotkappen halt. Die gejagt werden zum Teil. Wie viele? Na, das ist schwer zu sagen, denn ich war im Bunker und... Okay. Also von dem, was sie angerichtet haben, würde ich sagen Hunderte, aber es können genauso gut 10 gewesen sein. Okay. Mann, das war nicht schön. Das glaube ich dir sogar. Ich meine, andererseits habe ich mich noch nie so sehr verbunden gefühlt mit der Welt, die ich nur manchmal entfernt riechen kann, wenn ich schlafe, aber naja, deswegen trotzdem, wie gesagt, ich habe mir noch nie so sehr eingeschissen und ich hatte mehr rote Aviren in meinem Leben als alle Altenheime zusammen. Passiert dir sowas öfter? Wie? Na sowas. Bist du schon öfter nachts aufgewacht? Geht. Ich weiß nicht. Ich meine, natürlich sind meine Träume noch ein bisschen anders als die von einem Menschen. Deswegen denke ich schon, aber wieso? Aus Interesse. Achso, ich dachte, ich muss mir Sorgen machen. Nein. Hm.
Aber jetzt nur, um das klarzustellen, du wirst mich also nicht ausspießen? Ja, dann ist ja gut. Erzähl doch jetzt mal. Was sollst du denn hören? Keine Ahnung, wo geht's hin? Wie machen wir es dir bequem, solange du noch hier bist und, ja. Ihr müsst es mir nicht bequem machen, ist alles gut und wo es hingeht, weiß ich noch nicht. Ja gut, hast du Bock, Doppelkopf? Was? Doppelkopf. Was ist das? Wir sind zu viert, wir können kein Skat spielen. Er packt Karten aus. Also hast du Bock auf ein Kartenspiel? Sicher. Okay. Beantwortest du mir noch eine Frage? Die sind alle so, ne? Ja. Was bist du? Was, ist das beleidigend gemeint? Nein. Eine ehrlich gemeinte Frage. Flinten kommt. Ja, ist es. Nee, ich bin Kinain. Hat sie davon schon mal gehört? Doch bestimmt, ne? Nein, in dem Brief stand das drin. In dem Shamheim-Brief stand doch von den Kinain. Stimmt. Aber hat sie davon mal was in der Bibliothek jetzt gelesen oder alles Mögliche? So viel Zeit hattest du einfach nicht. Du hast dich ja eher mit den Jahreszeiten und dem Gedöns beschäftigt. Hm. Und Eiden. Sie macht so diese Keep-Going-Handbewegung. Ach so, na. Pass auf, da viele Leute haben unterschiedliche Meinungen. Aber das ist ja vermutlich vollkommen natürlich. Die einen sagen, als sich die Feen, als sie noch reine Feen waren, und das sind die Leute, die sagen, die Feen haben sich selbst aus der reinen Kraft des Traums in die Welt gezerrt und gaben sich die Gestalt, die sie gerade für angemessen hielten. Die sagen, als sich manche Feen mit Menschen gepaart haben, da kamen wir raus. Und wir waren einst das, was du jetzt bist. Und dann hat sich das weiter mit mehr Menschenblut verdünnt. Und dann sind wir jetzt, naja, wir sind, wenn du ein Halbwesen bist, dann bin ich wohl ein Achtelwesen. Ich sehe den Traum nicht immer. Manchmal muss ich sogar verzaubert werden. Und manchmal kommt es einfach so, dass ich halt die Dinge sehe, wie sie sind und wie sie sein müssen und können. Und sowas. Aber ich bin nicht wirklich Teil davon, so wie du es bist. Ja. Und andere sagen, die sagen, die Menschen haben die Feen zu dem gemacht, was sie sind und haben sie erträumt. Die sagen, dass wir schwache Echos sind von Träumen, die die Menschen von Feen hatten. Jetzt ausgestorbene Kiffs, die halt jetzt noch das sind, weil der Traum so viel schwächer geworden ist. In dieser Welt. Und dass wir quasi unsere vollwertige Entsprechung haben, irgendwo in den Tiefen des Traums von, keine Ahnung, Minotauren. Ich finde, ich habe sehr viel Minotaurenartiges. Von hinten kommt. Mann, jetzt habe ich ein Bier gespuckt. Hier hast du noch ein Bier, mein Junge. Na, also Minotauren oder andere Dinge. Welche Erklärung gefällt dir besser? Geht ja nicht darum, was mir besser gefällt. Ich frag dich gerade. Na, das kommt ja dann drauf an, was von den beiden Sachen ich glauben würde. Und ich glaube, ich habe immer noch zu wenig Einblick, um mir irgendwas vorstellen zu können, was davon ich eher glauben würde, weißt du? Und ich glaube vor allem, dass es nicht so wichtig ist. Das war auch keine Frage, die irgendwie gestellt wurde, weil sie wichtig wäre. Es war einfach so.
Ja, ich mache mir halt nicht so viel Gedanken darüber. Das muss ich nicht für mich beantworten, um die Dinge zu machen, die ich für richtig halte. Weißt du, die Dinge, die gemacht werden müssen. Okay. Also jetzt dieses Kartenspiel. Ja, erklär mal, wie das geht. Ihr werdet Doppelköpf spielen. Es wird ein einigermaßen gemütlicher Abend. Denn im Winter halten ja die Familienbande und Freundesbande stärker zusammen, denn die, die nicht stark zusammenhalten, werden sich früher oder später an die Gurgel gehen, wenn der letzte Saatkorn, das im Herbst in den Speicher gebracht wurde, aufgebraucht ist. Also, die scheinen alle recht dicke miteinander und da du offenbar zumindest Winterhof bist, bist du auch einer von denen. Es wird also ein recht gemütlicher Abend, bei dem du die Gemütlichkeit, nicht Wärme des Feuers und das Flackern der Kerzenlicht und all das und so ein Tropfen Glühwein noch hast und ein gutes Essen, das Lachen mit frischen Bekannten und das Austauschen irgendwelcher Sachen, in denen du aber natürlich auch von draußen das Heulen des Windes, das Heulen irgendwelcher Kreaturen und die ganzen anderen Shit quasi noch bemerkst und im Hinterkopf behalten kannst und all solche. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Alles in allem ein gelungener Abend, möchtest du mir sagen. Ja. So ist es. Okay. Und ich nehme an, am nächsten Tag willst du aufbrechen. Ja. Gut. Er wird dir, also hier, da. Peter. Ich habe mir den Namen noch gemerkt, aber ich musste kurz überlegen. Peter wird also dir noch 54 Kilo Lempasbrot reinpacken. Nein, aber nichts gegen dich, Daddy, ne? Er ist halt nicht wie David, er ist aber trotzdem ein Heinzelmännchen. Das heißt, du kriegst schon irgendwie so ein Viertelkanten trockenes Brot mit und irgendwie eine Thermosflasche voller Starkbier. Okay. Und vermutlich wird er den einen Riemen deines Rucksacks repariert haben oder so, aber das noch gestern Abend in deinem Beisein. Sie bedankt sich. Weißt du noch den Weg? Durch Kalbe durch, der Waldweg. An dem Wäldchen vorbei. Also keine Ahnung, aber du wirst ja wissen, ob du denn da hin musst. Aber das ist das, was ich dir sagen kann, was in der Nähe dich wegführt. Ja, ich finde den Weg schon. Na, das denke ich doch auch. Dann dreht er sich um und geht rein. Und sie geht weiter. Ja. Verabschiedungsszene. Bitch, please. Also du gehst weiter durch den Wald. Am Tage wirkt das dann doch etwas alles sehr viel weniger bedrohlich. Aber du bist von den Kinain etwas gestärkt worden in puncto Glamour. Denn die haben gestern ein wenig geträumt. Also die haben auch da gepennt und ihre Träume haben dich ein wenig beseelt. Träume von Minotauren. In Labyrinthen. Juti, kommst in Kalbe an. Kalbe ist ungefähr so, wie es klingt. Eine freundliche Kleinstadt. Total, ich bin mal durchgefahren. In denen man Fremden gegenüber offen steht, solange sie aus diesem Land kommen. Und das ist vielleicht ein bisschen vorteilshaft, aber naja, gut. Also man muss ja den Tatsachen ins Auge sehen, Sachsen-Anhalt. Also, nee. Der braune Fleck auf der Landkarte. Nee, das ist noch weiter östlich. Das stimmt. Das ist der beige Fleck auf der Landkarte. Na gut. Was war das Letzte? Also. Eingelegte Sauerkirschen. Eine Kleinstadt, eine gemütliche,
die über genug Zivilisation verfügt, dass sie über Dinge wie Netto verfügen kann, bestimmt auch ein Lidl. Also man kann da zumindest, die Stadt ist so groß, dass man darin leben kann auf einer täglichen Basis. Das ist ja nicht immer der Fall. Das stimmt. Auf der Reise gewesen. Das heißt, Sophie kann tatsächlich ihre Vorräte mal auffüllen. So ist es. Dann wird sie das tun. Sie wird eiskalt in so einen Supermarkt hineingehen und sich was holen. Eiskalt. Ja. Also eigentlich nur was Neues zu trinken und zu essen. Mir ist auch gerade eingefallen, vermutlich wirst du dich wieder daran erinnern müssen, die Jacke anzuziehen, denn es reißt sich ja viel besser mit einem T-Shirt als mit einer Jacke. Das stimmt. Das wird sie spätestens, wenn der Erste sie blöde anguckt. Oh, ist aber plötzlich frisch geworden hier. Ja, du ziehst dich an, gehst in den Supermarkt. Der Typ, und das bemerkst du im Supermarkt, ein Mann von hohem Wuchs, gärtenschlank, blondem dichten Haar, wobei das Blond könnte vielleicht waren das ja nur Highlights, also doch gefärbt ungefähr 40, aber jemand, vielleicht Mitte 40, aber jemand, der schon versucht, das noch ein bisschen zu drücken, das Alter, auch von Kleidungsstil und allem, der hat sich vielleicht gar nicht gewundert, weil du da im T-Shirt standst, denn jetzt, wo du im Supermarkt stehst und dich alle anglotzen wie eine Erscheinung, da bemerkst du, dass du in einem weißen Kleid barfuß im Supermarkt stehst, mit einer Tiara auf dem Kopf und mit einem Auge, das die strahlende Zukunft und einem, das die Schatten der Vergangenheit zeigt in deiner Feengestalt, die irgendwie rübergeschwappt ist. Der Nebel ist, der zieht manchmal leicht über Teile oder dein ganzes Selbst drüber, sodass da wieder ein Mensch steht und zieht wieder vorbei, sodass da wieder eine Fee steht. Und vor dem scheiß Supermarkt steht ein bekackter Eisbär, bei dem es ähnlich ist. Mit einem Sattel. Scheiße. Wie viele das Leute sind da? Agiert. Sechs. Eine leichte Spitze der Banalität dringt in dein Fleisch. Ich gehe wieder raus. Sie sticht nur ein wenig, aber sie ist spürbar. Deswegen gehe ich trotzdem wieder raus. Ja, wenn du rausgehst und dich noch kurz umguckst, dann wirst du auch sehen, dass die Leute schon wieder... Du siehst auf ihren Gesichtern, dass sie das, was sie gesehen haben, nur verarbeiten können mit... Ah ja, natürlich, es ist eine Fremde. Man sieht es nicht so häufig, dass jemand im Winter mit so einem großen Rucksack... Ja, das muss es sein. Deswegen habe ich mich gewundert. Ja, und sie hat zwei unterschiedlich farbige Augen. Ja, das ist doch sehr ungewöhnlich. Das macht Sophie ein bisschen traurig. Nur der Mann, der sich als erstes nicht wegen deiner Jacke allein gewundert hat, der starrt dich noch immer an, lächelnd gar, fast bezaubert, möchte man meinen, und kommt dann auch auf dich zu. Und oh nein, Gott, den muss ich jetzt verzaubern, oder? Und nein, kein Stachel. Sondern? An ihm ist kein Stachel der Banalität. Er ist ein Mensch, das spürst du, und er hat auch Banalität auf sich geladen, aber jetzt in diesem Moment muss sie wohl geringer sein als die der anderen. Okay, OT, wie ist das, wie erinnern die sich an sowas? Muss da jetzt, also... Kannst du mir kurz sagen, wie viel du in Okkultismus hast und Int? Okkultismus und Intelligenz? Also es sind mindestens 5. Du hast Intelligenz auf 3 gesteigert, soweit ich mich entsinne. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wie viel Okkultismus ich habe, ob 2 oder 3. Dann sind 6. So, wie genau lautet jetzt deine Frage? Meine Frage lautet, egal was jetzt passiert, ob er mit mir spricht oder irgendwas, weiß ich nicht was, muss ich ihn jetzt bezaubern, damit er hinterher wieder vergisst, was er gesehen hat?
Nein, wenn du ihn bezauberst, passiert nur Folgendes für eine, je nachdem, wie viele Punkte du reinpackst, Zeitspanne. Dafür musst du ihm übrigens was geben. Ich weiß. Kann er dich vollständig sehen und kann von deinen eventuellen chimärischen Waffen oder deinem Eisbären zerfetzt werden und solche Sachen. Aber er vergisst beides mal gleich. Okay. Dann warte ich erstmal jetzt ab, was passiert. Je nachdem, wie krasser Benelized ist. Ja. Guten Tag. Hi. Sie sind auf der Durchreise, genau. Ja, natürlich. Ich ja auch. Was rede ich? Sie kommen mir bekannt vor. Entschuldigung, das klingt. Oh mein Gott, wie klingt das furchtbar? Nein, aber ich glaube wirklich, dass ich sie schon mal gesehen habe. Oder vielleicht irgendwie eine Schwester von Ihnen? Kann das sein? Haben Sie zufällig eine Schwester? Mm-mm. Nicht. Ha. Mm-mm. Ja, ich kann mich wirklich nur entschuldigen. Ich weiß wirklich, wie das klingt. Ich habe einen kleinen Club, wo ich der Manager bin. Also, ja, okay, ich kenne das alles, aber irgendwie, ich kann es gar nicht sagen. Sie kommen auch nicht aus Berlin oder Umgebung. Nein. Ja. Ja. Entschuldigung, das muss wirklich vollkommen bescheuert geklungen haben und ich wünsche noch einen schönen Tag, ja. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Bitte, so möchte ich nicht in Erinnerung bleiben. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und dann gehst du weit deines Wegs, nehme ich an. Mhm. Eine Sekunde bitte, ja? Okay. Du gehst durch die Kleinstadt durch, an dem Waldstückchen vorbei und siehst die Felder. Und er folgt dir. Du merkst, dass es relativ spät, so wenn du ein Drittel des Wäldchens bereits quasi neben dir, rechts neben dir schon hinter dir gelassen hast und über dem Hügel dahinter die Felder ahnen kannst, beziehungsweise die gehen ja hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Ja, nee, das ist woanders, aber du kannst quasi am Horizont die Felder gehen, ja wirklich weit, da ist ja nichts, schon sehen, aber da siehst du, dass er dir gefolgt ist. Er scheint das entweder nicht zum ersten Mal zu machen oder gar ein Naturtalent zu sein. Bleibt stehen und dreht sich um. Der ist noch gut 50 Meter weit weg. Und bleibt trotzdem stehen und dreht sich um. Wartet. Wie lange denn? Bis er näher kommt. Eine Dreiviertelstunde. Wenn er 50 Meter von ihr weg ist, braucht er eine Dreiviertelstunde. Ja, da ist ein Buchladen, wo er reingegangen ist. Ich dachte, ich bin im Wald, an den Feldern. Ja, warte mal kurz. Du hast ein Drittel des Wäldchens rechts neben dir gelassen. Ne? Ja, aber ich dachte, ich bin schon längst aus dem Dorf raus. Pass mal auf. Du durchquerst Kalbe. Ich hätte das vielleicht dazu sagen sollen. Ja. Da musst du dir vorstellen, wie so eine Landzunge, obwohl da nur Land ist. So, das Stück ist da noch Kalbe und das Wäldchen beginnt schon rechts von dieser Landzunge. Du lässt rechts das Wäldchen hinter dir quasi, das erste Drittel, siehst den restlichen zwei Drittel vor dir. Da ist die Stadt ungefähr zu Ende. Und 50 Meter hinter dir ist dieser Buchladen, wo er erst reingegangen ist. Du weißt trotzdem, dass er dir gefolgt ist, weil er ist ziemlich abrupt da rein, nachdem er entdeckt hat, dass du ihn entdeckt hast. Dann geht's jetzt weiter. Gut. Diesmal lässt er die Stadt ganz hinter dir. Ja. Du gehst über den ersten Hügel. Auch diesen ominösen Buchladen, der am Rande der Stadt liegt. Was soll denn das jetzt? Nichts, ich fand's nur witzig, alles gut. Nee, also du gehst über die erste Schwelle, den ersten Hügel. Mhm. Wir machen jetzt wirklich sieben Hügel. Das ist eine gute Idee, Flummi.
und gehst dann hinab in dieses Feldertal. Die sind jetzt natürlich eher, naja, so brach. Aber du spürst schon, dass dort die Nebel dünner und der Traum näher rücken. Aus irgendeinem Grund siehst du ein paar Sterne, obwohl es schon noch mitten am Tag ist und eigentlich ziemlich dickes Wolkenkleid ist, aber du siehst sie durch den Himmel hindurch. Der Typ kommt jetzt wieder, wenn du irgendwie dann in dem Tale bist, des ersten Feldes, des ersten Hüchels. Naja, hier fällt es ihm dann auch schwer, sich zu verstecken. Es ist ja nur Feld. Das stimmt. Jetzt scheint er auch nicht mehr darauf aus. Er hat auch sein Schritttempo leicht erhöht. Dann wartet sie jetzt. Gut, das ist doch schön. Wie freundlich. Das erspart uns beiden so viele Umstände. Würdest du dann bitte mit mir kommen? Nein. Das wiederum erspart uns weniger viele Umstände. Ihr betrachtet dich kurz. Du bist, Wie kann man das sagen? Du bist so vollkommen. Du bist eins von diesen, wie nennt ihr euch? Wie nennt ihr euch gleich? Hilf mir auf die Sprünge. Einer von den Kistan, doch. Du bist eine Kistan. Nicht wahr? Ich hab nicht die leiseste Ahnung, wovon du sprichst. Ich hab bisher nur diese bockähnlichen wilden Dinger und einmal so ein Katzenjung gesehen. Aber das ist etwas ganz anderes. Ich hab gehört davon, im Irischen spricht man vom guten Volk auch als den eins davon die schrecklichsten von ihnen, das waren die Siede, keine Ahnung, und irgendwie als Gesamtes werden sie irgendwie Tuatua oder so genannt, und von denen habe ich gelesen, die sollen die schönsten und herrlichsten sein, und du gehörst dazu, nicht wahr? Die legt den Kopf ein bisschen schief und schaut ihn etwas irritiert an. Nun, wie auch immer. Du kannst all das erzählen. Du kannst all das erzählen meinem... egal. Und mir natürlich auch. Ich bin höchst interessiert. Es wäre jetzt wirklich gut, wenn du sofort mitkommen würdest. Bitte mach mir keine Umstände. Bitte fang kein Gezeter an, kein Geschrei. Es hilft uns allen nicht. Es verkompliziert die Lage. Und obgleich ich selbstverständlich wünsche, dass du vollkommen unversehrt ankommst, werde ich von Handgreiflichkeiten nicht zurückschrecken. Warte mal ganz kurz. Er guckt wie in einen Ofen. Sie holt ihren Skizzenblock raus. Und macht eine einfache Skizze einer ganz normalen Pansfigur. Also kein wirklicher Satyr, sondern tatsächlich das, was man so auch so für Zeichnungen kennt. Pansfigur? Na, die. Ja, der normale Pan, das ist auch so ein Boxbein. Irgendwie der. Ach, der Pan, Alter. Ja. Also nicht wirklich Satyr, sondern halt. Ja, ich weiß, was du meinst. Wird das abreißen und ihm in die Hand geben und ihn damit verzaubern, wenn das okay ist. Ich glaube, sie muss einen Glamour dafür ausgeben, ne? Mindestens. Wie lange hält das dann? Weißt du das?
Wirst es spüren, aber ich muss es nachgucken. Glamour, Menschen verzaubern, ein Tag, je Punkt Glamour. Das reicht mir. Aber wir müssen gucken, ob dir das überhaupt gelingt. Wie viele Wörter hast du nochmal? Zwei. Zwei. Was, ich muss das würfeln? Ich dachte, das geht so. Bei Menschen musst du es nicht würfeln. Was ist das sonst? Kein Mensch. Shit. Also, du gibst ihm das und er sagt, ja, ja, genau das. Oh. Gott. Er wirft jetzt einen Blick auf Barnaby. Barnaby. Das ist ein... Wirf wieder einen Blick zu dir. Ja, du bist einer von denen, nicht wahr? Was willst du von mir? Deine Gesellschaft. Deine Gesellschaft für mich und... Für wen noch? Meinen Erschaffer. Nennen wir es doch beim Namen. Du bist... Es ist so schön, auch mit jemandem zu reden, dem ich nichts schulde und der mich nicht... Dein Erschaffer? Und gleichzeitig der mit ein wenig mit mir fühlen kann, weil er oder weil sie nicht zu den Menschen gehört. Ich fühle mich doch manchmal rausgerissen. Was bist du denn? Nun, ich darf dir das nicht sagen. Doch, das darfst du. Ich habe... Warum solltest du das nicht dürfen? Selbst wenn ich nicht befürchten würde, zerfetzt zu werden, dann muss ich doch sagen, dass ich für den, der mich erschaffen hat, viel Liebe und viel Furcht empfinde. Und selbst... Du möchtest, dass ich mit dir komme und möchtest meine Gesellschaft für dich und wen auch immer und ich weiß nicht mal, worauf ich mich einlasse, während du meine Gesellschaft gezielt suchst? Das ist kein Handel, der fair klingt. Nein, es ist kein Handel, es ist kein Handel. Er blickt nochmal zu Barnaby. Betrachte es bitte eher als Entführung. Nein. Ich möchte das nicht als Entführung betrachten, weil das nicht passieren wird. Du wirst mir jetzt entweder Rede und Antwort stehen und dann überlege ich mir, ob ich freiwillig mitkomme. Oder sie wirft einen weiteren liebevollen Blick zu ihrem Eisbären. Natürlich, natürlich. Sonst werden die Klauen mich zerfetzen. Ich... bin mir der Situation sehr wohl im Klaren. Aber du musst verstehen, eine Maskerade will gewahrt werden und ich bin niemand, der sie bricht. Nicht um meines Lebens willen. Eine Maskerade? Ja. Und wie gesagt... Was ist das? Im Wesentlichen heißt es doch, dass ich darüber, was du erfahren willst, nicht spreche. Jedenfalls nicht, solange ich mir nicht sicher sein kann, dass du, Zeit deines Lebens nichts nach außen tragen kannst. Du wirst mitkommen, du wirst bei meinem Meister und mir leben und uns mit deiner Schönheit. Nein, werde ich nicht. Das werde ich nicht. Wie gesagt, ich hatte es ja vorher angekündigt. Ich scheue mich nicht. Er wird jetzt in seine Tasche greifen, einen kleinen Beutel herausholen. So ein Lederbeutelchen. Er wird ihn aufmachen. Sophie tritt einen Schritt zurück und er wird mit zwei spitzen Fingern hineingreifen und dich und Barnaby mit Salz bewerfen. Und? Ja, nix und. Auch er scheint verwundert. Bitte? Auch er scheint verwundert. Sehr schön. Er blickt jetzt auf Barnaby, weicht einen Schritt zurück. Das erste Mal scheint etwas Unsicherheit in seinem Blick aufzuweilen. Er nimmt den Beutel, kippt ihn wild auf den Boden aus und mit seinen Händen wird er einen Bannkreis um sich herumziehen. Du solltest anfangen, die Salzkörner zu zählen. Nein, ich bin geschützt durch dich und deine wilde Magie. Vor dir, natürlich. Entschuldige. Nein, gut, bist du nicht.
Wir erleben eine Art Pattsituation. Sieht das in deinen Augen aus wie eine Pattsituation? Du kannst mich nicht und dein Tier können mir hier nicht schaden. Ich wiederum kann hier nicht raus, weil ich nicht Schaden nehmen will von euch beiden. Deswegen ja. Ha, das ist tatsächlich eine Pattsituation. Ich frage mich immer noch, warum du dein wahres Wesen vor mir verbergen willst, wenn du doch offensichtlich über meins Bescheid zu wissen glaubst. Barnaby tritt vor und leckt ein wenig das Salz vom Boden. Es schmeckt ihm. Ah. Er hat schon immer gerne Salz gemacht. Nein, 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 das ist so nicht richtig. Ihr könnt... Du und dein Volk. Ich verfüge noch über weit mehr Mittel. Ja. Eines davon wird fruchten. Ja. Wird es das? Ja. Was fruchtet denn bei dir? Er spreitet die Arme raus und schreit über das ganze Feld. Azmeri! Gesundheit. Nun, eins der anderen Mittel wird fruchten. Kreuze, Priester. Nein, nein, nein. Knoblauch. Nein, nein, nein. Aber ich habe, ich... Wenn du doch bitte dein Tier ein wenig entfernen würdest, auf das ich besser memorieren könne. Nein. Du wolltest mir ja nicht Rede und Antwort stehen. Nun, dann scheint es so, als würdest du aus dieser Situation mehr Gewinn herausschlagen würden. Dann würdest du jetzt bitte den Mund aufmachen. Was bist du? Was ist ein Erschaffer? Wovon? Was hat er denn erschaffen? Eine Puppe? Eine Marionette? Sein Spielzeug? Was bist du? Er spuckt in seine Handfläche und verreibt es in beiden Händen. Seine Gesellschaftsdame. Und dann überlegt er sich offenbar, mit diesen vollgespuckten Händen Barnaby zu berühren, streckt sie kurz in seine Richtung, überlegt es sich dann anders. Also? Ich verstehe, wenn du nicht möchtest, dass ein Mensch weiß, was du bist oder wer du bist, aber... Ich bin kein Mensch. Nein. Die Liebe und Furcht zu meinem Erschaffer und Meister sind zu groß, als dass du und deine wilde Bestie mich hier und jetzt zum Reden bringen könnt. Und nun ist mir auch wieder das Letzte eingefallen, was dich endgültig vertreiben wird. Mhm. Er reißt den Arm nach oben und deutet mit dem Finger auf einen Punkt rechts über deiner Schulter und schreit dann: Sieh hinter dir, ein dreiköpfiger Affe! Und versucht dann wegzurennen. Um fair zu sein, vielleicht hat eine Fee wirklich an den bösen dreiköpfigen Affen geglaubt, der sie schon in der Kindheit verfolgt hat, weil sie das Spiel so gruselig fand, als sie es damals gespielt hat. Und deswegen gab's den dann. Oder so. Aber der würde jetzt versuchen wegzurennen. Du hast schon lange nicht mehr gejagt, Barnaby, oder? Viel Spaß. Du willst ihn töten lassen? Nein, nur stellen. Ach so. Das klingt ja nach etwas völlig anderem. Na gut, Barnaby ist ein wilder Eisbär. Tut mir leid, aber er rennt ihm hinterher und beißt ihm volle Bude ins Bein. Du wirst einen Knochen knacken. Hm. Anders kann der die nicht stellen. Was soll er denn machen? Ja, ist ja okay. Na? Er wird noch einmal über die Wunde lecken. Der Mann liegt am Boden, hält sich natürlich sein blutendes Bein. Und versucht rückwärts ein paar Meter hinweg zu kriechen. Sophie geht jetzt vor ihm her. Wisse, dass wenn du mir noch weiter schadest, das nicht gut für dich sein kann. Weil... Es ist kalt, ich hab Hunger. Dann koste doch von mir.
Denn dieses eine weiß ich, das kannst du nicht. Sieh, da, selbst dein Bär spuckt schon aus. Tatsächlich, der spuckt das Blut und das bisschen Fleisch, was er abgerissen hat, aus. Er wirkt sogar ein bisschen. Sophie runzelt ein bisschen die Stirn. Und dann siehst du, wie die Wunden an seinem Bein sich langsam zu schließen beginnen. Von was hat sie das schon gehört? Nur damit sie ihn einordnen kann? Sie gesehen hat sie ihn ja tagsüber, ne? Es ist tags. Boah, ich glaube nicht, dass du von Ghoulen gehört hast. Dass Vampire sich regenerieren können, hast du auf jeden Fall schon gehört. Ich denke, dass du von wundersamen Heiltechniken, zumindest von gestaltwandelnden Bären, die keine Puka sind, gehört hast, weil das die mächtigsten sein sollten. Chimären verschiedener Art im Traum können sich und auch. Chimäre ist ja nicht, das weiß ich ja. Ja, stimmt natürlich, klar. Also, du hast auf jeden Fall gehört von krassen Gestaltwandlern. Magier können das doch bestimmt auch, oder? Weiß ich nicht. Nehmen wir einfach mal an, dass sie das bestimmt können. Von menschlichen Magiern, die aber tatsächlich, das kann ja nicht sein, denn das. Was Meister da erschaffen, das klingt nicht nach Magier. Es würde am ehesten nach Vampir klingen. Und die Magier, die Feen, von denen Feen gehört haben, sind quasi welche, die das Schlimmste der Banalität über die Menschenwelt ziehen. Sophie wiegt so ein bisschen den Kopf hin und her. Ein Magier bist du nicht. Oh doch. Nein. Das bist du auch nicht. Was bist du? Es ist tags, du kannst kein Vampir sein. Es gibt keine Vampire. Und da, wo Barnaby jetzt gerade noch ein bisschen wirkt, haut er dir tatsächlich aufs Maul und rennt weg. Möchtest du ausweichen? Ja, bitte. Ja, bitte. Was hast du denn so in Verteidigung? Jetzt nicht so unendlich viel. Jedes bisschen hilft. Mach's ja. Mit. Ich geh mal davon aus, dass du 3 hast. Warte. Es opent sich. Wo ist denn das? 3 hast du, okay. Gibt's Ausweichen überhaupt? Verteidigung gibt's, das unter deinen Attributen irgendwo. Ja, Verteidigung habe ich 3. Ja, er trifft nicht. Möchtest du was tun? Denn du siehst, dass er seinen Körper dreht, um wegzusprinten. Ich will ihn nicht töten. Ja, du bist ja auch nicht so wie David. Soll er halt weglaufen? Er hat jetzt Angst genug. Das stimmt. Er rennt über die 7 Berge hin zu den 7 Kalben. Also Schusch, kleine Puppe, lauf davon. Mach doch. Ja. Barnaby kommt an und stößt mit der Nase immer wieder gegen das Wasser, das du in dem Schlauch für ihn dabei hast. Er kriegt was zu trinken. Sehr gut. Dann hört er auch irgendwann auf zu würgen. Dann ist ja gut. Dann geht sie mit Barnaby weiter. Oh, übrigens, das bemerkst du erst jetzt. Irgendjemand hat offenbar in der Hütte dein Handy aufgeladen. Und du hast so ein paar Nachrichten. Von Wally, eine nur. Von David, doch 2. Solche Sachen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob David dir geschrieben hat, was mit dem Typen passiert ist. Noch nicht. Okay. Das sind, glaube ich, 3 Nachrichten und eine Sprachnachricht war es, glaube ich. Und du hast eine Nachricht von, wie heißt er gleich, Hendrik. Ja, was hat denn Wally geschrieben? Wo du dich rumtreibst, wann du vorhast wiederzukommen und ja. Sie schreibt, ich treibe mich irgendwo im sachsen-anhaltinischen Hinterland rum, wann ich wiederkomme, weiß ich noch nicht. Sie sagt, um mich herum sind Bäume und Felder. Sehr gut, präzise wie immer. Hendrik wollte halt wissen, ob das steht mit dem Treffen. Ihr wolltet ja über was quatschen. Dann sagt sie, ach so, machen wir später. Ich bin gerade nicht in Halle. Okay. Und was? Davids Nachrichten?
Was hat David denn geschrieben? Zum einen danke fürs Bild, zum anderen eine Sprachnachricht, wo dann drin vorkommt, dass er sagt, der Wanz möchte dir was sagen, und dann fragt der Wanz halt, wann kommst du wieder? Dann einmal, glaube ich, dass die Polizei da war und... Nee, das war schon längst. Das wusste sie noch, bevor sie aufgebrochen ist. Achso, ja gut. Ja, und dann, ach ja, so die Frage, da, was ist eigentlich mit dem Bild, was hat es eigentlich mit dem Bild auf sich oder sowas. Genau. Und Wally war da und macht sich Sorgen. Dann schreibt sie dir jetzt zurück, Wally habe ich gerade geschrieben, alles easy, das Bild, ich weiß es nicht genau, es hat irgendwas mit dir zu tun und es scheint wichtig zu sein. Die Nachrichten sind natürlich alle schon ein paar Tage alt, ne? So zwei. Ja, ja, deswegen schreibt sie das jetzt trotzdem. Ja, da kommt zurück, ja, es ging um Tim und Tim ist tot. Sie schreibt zurück, wer war nochmal Tim? Sie weiß es echt nicht mehr. Der Junge von der Party. Ah, der Punkt, Punkt, Punkt. Mitfühlend wie der Winter. Du kriegst ein Umarmungs-Smiley oder sowas, wenn es das gibt. Es gibt selbst ein Avocado. Okay. Gut, haben wir das auch geklärt. Denn dein Handy wird dir während der letzten Nachricht dann auch langsam, es wird sich an den Rändern schon dematerialisieren, während du über die Felder latschst. Ach so, nee, sie schreibt dann noch Akku leer. Sehr gut. Und dann wirst du hinübergleiten und wir machen erstmal Schluss. Okay. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. Natürlich ein Ghoul von einem Toreador. Bei Ghoulen mache ich das so, dass die Clans-Schwäche ein bisschen härter mit auf die übergreift. Das heißt, als er die das erste Mal gesehen hat, habe ich halt gewürfelt und der hat seinen Wurf nicht geschafft. Das heißt, er war von ihr vollkommen eingenommen und von der Schönheit so ergriffen und so fasziniert, dass er sehr unvorsichtig war. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Fechterchen dort gehabt, aber sie hat ihn halt einfach outsmartet, indem sie ihm was gegeben hat, was er unter normalen Umständen nicht angenommen hätte. So klug wäre der schon gewesen. Aber es war halt gut im Gespräch untergebracht. Er war noch ein bisschen zu verzückt und deswegen konnte sie ihn dann einfach verzaubern, was natürlich hilft. Ansonsten, das mit dem Salz hätte klappen können, und zwar genauso wie es halt klappt, wenn ich sage, David kann nichts essen, was ihm nicht direkt angeboten wird, als hier ist das. Aber halt nicht bei jeder Fee. Und das kann so ein Vampir und so ein Ghoul natürlich nicht wissen, wenn die nur mit einer Menge X, sagen wir mal, X ist kleiner 3, an Feen zu tun hatten. Da denken die, sowas ist halt übergreifend, ganz klar. Genauso wie der dreiköpfige Affe, das habe ich ja gesagt. Wenn du als Kindling irgendwie Angst vor einem dreiköpfigen Affen hast, der in deinem Schrank haust, dann wirst du auch später noch Angst vor der Chimäre haben, die das vielleicht sein könnte. Deswegen hat er das gemacht. Hat ja auch geklappt. Er hat ein paar Meter gewonnen. Hehehe. Genau. Ich glaube, das war's schon, ne? Ja. Tschüss.